In diesem Video möchte ich Ihnen die Mainstraße in Olten vorstellen. Der Name bezieht sich weniger oder gar nicht auf den Monat, sondern auf den Maien, also einen Blumenstrauß. Die Mainstraße, hier sehen wir am Eingang der Straße, Verkehr kommt von der Arburger Straße, also von Seiten von Arburg her. Am Eingang der Mainstraße war früher ein Geschäft der Konsumgesellschaft, damals heute Coop. Und ich selber bin in dieser Straße aufgewachsen, hatte auch mehrere Verwandte, die hier wohnten, zum Beispiel in diesem Haus. Im ersten Stock wohnte die Schwester meiner Großmutter. Wie wir sehen, ist es eine normalerweise ruhige Wohnstraße mit Einfamilienhäusern. Im Gesamten etwa 80 Häuser. Und wir werden nun also einen kleinen Spaziergang durch diese Straße machen, damit Sie die Mainstraße in Olten überhaupt kennenlernen können. Damals wohnte, auch heute noch, wohnt in jedem Haus normalerweise eine Familie, und die Bevölkerung war damals schon für Schweizer Verhältnisse gut gemischt. In jedem Haus praktisch wurde ein anderer Dialekt gesprochen, so dass ich selber mit all diesen Sprachkenntnissen aufwachsen durfte. Ausländer gab es damals noch kaum in der Straße. Aber es hatte doch eine italienische Familie, und später kamen Thailänder in diese Straße zu wohnen. Wir sehen hier die Hindernisse, die die Straße ermöglichen sollten, eine Wohnstraße zu sein, was aber leider nicht immer mehr berücksichtigt wird. In diesem Haus Nummer 18 wohnten meine Großeltern nach ihrer Heirat 1933, und gegenüber dieses Hauses im obersten Dachstockwerk wohnte meine Urgroßmutter im Hause eines ihrer Söhne, ein Halbbruder meines Großvaters. Damit ist die Familiengeschichte hier an dieser Straße aber nicht zu Ende. Ein weiterer Bruder meines Großvaters wohnte nämlich mit seiner Familie hier in diesem Haus. Alle diese Verwandten wohnen aber unterdessen nicht mehr an unserer Straße. Wie gesagt, meine Straße wäre eine Wohnstraße, wird leider einigen Dominierten nicht immer beachtet. Zu Stoßzeiten haben wir
aufwachsen und in dieses Haus bin ich vor bald 4 Jahren wieder zurückgekehrt. Hausnummer 39 befindet sich ungefähr in der Mitte der Mainstraße und wir führen unseren Spaziergang also weiter. Abgesehen von den Einfamilienhäusern gibt es auch einzelne wenige Zweifamilienhäuser. Und es gab früher in der Straße auch ein Geschäft wurden allerlei Nachrichten auch ausgetauscht und getratscht, aber der Laden ist schon seit Jahrzehnten geschlossen, wie es ja auch bei vielen anderen Geschäften dieser Art der Fall war und ist. Heute Straße auch vermehrt ausländische Bevölkerung, auch zum Beispiel Afrikaner, und das tut uns ganz gut. Das hätte damals allerdings ein Mann sicher nicht gern gesehen. Er wohnte während des Zweiten Weltkriegs in diesem Haus hier in der Mitte. Er hieß Albiez, war Deutscher, ein einfacher Maurer, aber Chef der Ortsgruppe der NSDAP, Ortsgruppe von Olten. In diesem Haus wohnte er mit seiner Familie. Mein Großvater erzählte mir, dass er als Nazi dann nach dem Krieg ausgewiesen wurde, bedauerte aber, dass die Schweiz nicht den Mut hatte, diese Maßnahme schon während der Hitlerherrschaft zu vollziehen. Heute, wie gesagt, leben wir in dieser Straße überall auch nationalen und konfessionellen religiösen Grenzen hinweg friedlich zusammen. Wird eigentlich ein Straßenfest organisiert, das hat normalerweise hier in diesem Teil der Straße seinen Veranstaltungsplatz, und im Übrigen gibt es auch viele nachbarschaftliche Kontakte. Die damalige Generation ist inzwischen ausgestorben, unterdessen hat sich aber wieder neue Bewohnerinnen und Bewohner gut in diese Straße eingelebt. Wir kommen damit zum Ende der Mainstraße. Die Straße hier nach rechts führt hinauf, letztlich zum Seelischlössli, einem beliebten Ausgangs aus
Ausflugsort hier in der Region. Damit sind wir, haben wir unseren Spaziergang durch die Mainstraße in Olten beendet. Ich freue mich, mich von Ihnen zu verabschieden. Und wenn Sie mal nach Olten kommen, besuchen Sie uns doch an unserer schönen